Moin Moin und herzlich willkommen hier zum Navionics Webinar. Heute mit dem Thema, wie aktualisiere ich meine Navionics Karte und warum muss ich sie überhaupt aktualisieren? Mein Name ist Lars van Rij und mein Kollege Marcel Bult ist mit an Bord und wir werden gemeinsam hier eine kleine Präsentation halten und auf Fragen beantworten. Das Webinar oder die Präsentation an sich wird in Deutsch geschehen, in deutscher Sprache passieren. Während der Präsentation könnt ihr sehr gerne Fragen stellen, hier im Chat oder im Fragenblock. Marcel wird während der Präsentation die Fragen schon weitestgehend versuchen, alle zu beantworten, wenn welche auftauchen, allerdings in englischer Sprache. Wenn ihr gerne eine Antwort in Deutsch haben möchtet, bitte kurz bei der Frage reinschreiben. Dürft gerne die Fragen auf Deutsch schreiben, das ist kein Problem. Aber Marcel antwortet in Englisch. Möchtet ihr gerne eine deutsche Antwort haben, bitte einfach kurz mit reinschreiben, bitte in Deutsch. Dann beantworte ich diese Frage nach der Präsentation. Genau, wir werden zwischendurch zwei Fragen, einmal Umfragen einwerfen und die erste wird Marcel jetzt einmal reinschmeißen, einfach für unsere Statistik. Nur eine kleine Frage. So, und ich fange dann hier mal lustig an. Also, wie aktualisiere ich meine Navionics-Karte und warum? Warum sollte ich meine Karte eigentlich aktualisieren? Nun geht es ja langsam wieder los, dass wir aus Wasser dürfen und Himmelfahrtswochenende steht an und dann soll es losgehen. Muss ich dann meine Karte aktualisieren und warum? Es macht Sinn, natürlich immer mit den aktuellsten Daten rauszufahren, um alle wichtige Informationen zur Verfügung zu haben für meine Navigation, um eine sichere Reise zu haben. Natürlich erstmal aus sicherheitsrelevanten Gründen macht es Sinn, eine Karte zu aktualisieren, egal überhaupt welche Seekarte, ob es die Papierseekarte ist, ob es die unsere Seekarte ist vom Mitbewerber. Aktuelle Daten macht Sinn, wie auf der Straße, wenn mein Autonavigation nicht aktualisiert ist, weiß ich nicht, ob vielleicht eine Straße neu dazugekommen ist oder eine irgendwo gesperrt und umgeleitet wurde. Das heißt, wir haben hier sicherheitsrelevante Gründe, neue Betonungen, die ausgelegt sind. Wir können inzwischen sehen, dass sich Wasserstände verändern, gerade auf Seen. Auf große Seen sehen wir veränderte Wasserstände. Es kommen neue Wracks dazu. Es werden neue Wracks gefunden. Neue Untiefen kommen zu Vorschein, irgendwo, wo eine Sandbank aufgeschüttet ist durch Strömungen etc. Fahrrinnenveränderungen. Fahrrinnen werden verlegt, werden ausgebaggert. Andere Stellen wird was abgelassen. Dann gibt es natürlich noch die Point of Interests, die auch dann aktuell auf Karten raufkommen, wie neue Marinas, die aufmachen, Ergänzungen zu bestehenden Hafen, Informationen zu den bestehenden Hafen, dass irgendwas Neues dazugekommen ist, verändert wurde, neue Tankstellen etc. Und für die, die gerne angeln oder ja sehen, was eigentlich unter der Wasseroberfläche vonstatten geht, werden Tiefenlinien und Konturdaten, Untergrundschattierung etc. ständig aktualisiert. Ja, aber muss ich denn oder wie oft muss ich meine Karte aktualisieren? Das bestimmt natürlich jeder selbst. Wir aktualisieren jeden Tag unsere Datenbank. Das heißt, ich kann jeden Tag meine Karte aktualisieren. Und wir hören immer wieder, ach, da passiert ja eigentlich nicht so viel. Und der Stein, der da liegt, der lag ja auch schon vor 1 Million Jahren da. Ja, das ist richtig. Aber trotzdem passiert einfach unheimlich viel in den Gewässern jedes Jahr, jeden Tag, jede Woche.
Hierzu gibt es bei uns auf der Heatmap eine Übersicht. Da klicke ich jetzt einmal drauf. Wir springen einmal kurz zur Heatmap. Gibt es eine Übersicht, wie viel im Grunde aktualisiert wird? Da kommt sie. Wie viel wird aktualisiert und wo wird aktualisiert? Hier auf dieser Karte alles, was nicht oder alles, was blau und weiß gefärbt ist, sind Gebiete, wo wir Aktualisierungen vorgenommen haben in der letzten Zeit. Und wie man sieht, ist sehr viel markiert in unseren Gebieten, wo wir mehr oder weniger unterwegs sind. Um mal ein bisschen Zahlen zu nennen, in einer Periode von den letzten 2 Jahren haben wir weltweit rund über 3 Millionen Aktualisierungen vorgenommen auf der weltweiten Meeren. Und nur das letzte halbe Jahr sind weltweit rund 1 Million Aktualisierungen vorgenommen worden. Das können natürlich sein, tatsächlich eine Tonne, die verschoben wurde, eine Fahrrinne, die verlegt wurde. Aber es geht dann auch dahin, es ist ein neues Restaurant am Hafen dazugekommen, eine Tankstelle hat neu aufgemacht, etc. All diese Informationen fließen in diesen Aktualisierungen rein. Heißt denn auch, dass wir wiederum bis zu 5.000 Aktualisierungen jeden Tag vornehmen in unsere Datenbank weltweit. Also es gibt Grund, hier seine Karte zu aktualisieren. Wenn man eine Karte bei uns kauft oder ein Update kauft, hat man für ein komplettes Jahr die Karten sozusagen freigeschaltet. Man kann in diesem Jahr so viel man möchte seine Karten aktualisieren. Das heißt, man kann tatsächlich jeden Tag reingehen, seine Karte aktualisieren und zum Teil dann auch von jetzt auf gleich Veränderungen vorsehen, sehen. Wo kommen denn die Daten her? Wir haben diverse Quellen, wo wir unsere Daten herbekommen. Und der erste offizielle Lieferant sind die hydrographischen Institute weltweit, die Informationen zur Verfügung stellen mit tiefen Fahrgewässern, mit Betonung etc. Wenn das Wasser- und Schifffahrtsamt eine Tonne verschiebt, bekommen wir eine E-Mail mit der neuen Position und diese wird dann direkt im Prozess mit eingespeist und ist innerhalb von 1, 2 Tagen in der neuen Datenbank dann vorhanden und kann dann halt dementsprechend sofort wieder mit runtergeladen werden. Wir machen eigene Recherchen, sprich wir haben eigene Leute weltweit verteilt, die rumfahren, Tiefenlinien oder beziehungsweise Tiefenmessen, vor Ort Begebenheiten begutachten und Änderungen erfassen und dem Produktmanagement mitteilen. Diese Daten fließen dann auch wieder ein in die Produktion. Es gibt Menschen, die im täglichen Bedarf einfach fahren und uns ihre Logdaten, Tiefendaten zur Verfügung stellen. Diese Daten und auch ja, zur Verfügung stellen. Diese Daten, genauso wie die Community Edits, wenn wir eine Information bekommen, dass irgendwo ein Hafenmeister neu ist, werden diese Daten, diese Informationen natürlich einmal überprüft über einen Händler, den wir vor Ort haben, also eine Person unseres Vertrauens vor Ort. Google Maps schauen wir uns an, ist es tatsächlich so und so weiter. Also es werden Recherchen betrieben, um die Informationen nochmal zu bestätigen und erst dann fließen sie in unsere Datenbank mit ein und steht dann jeder bei der nächsten
beim nächsten Update, nächsten Tag zum Beispiel, wieder zur Verfügung. Wie kann ich jetzt meine Karte aktualisieren? Wir haben ja nun zwei verschiedene Arten von Kartendarstellung, nenne ich das einfach mal, zwei Systeme. Wir haben einmal unsere Boating-App. Einmal unsere Boating-App, auf der wir unsere Seekarten zur Verfügung stellen. Hier kann ich online sofort meine Karten aktualisieren. Zeige ich gleich, gibt es einfach einen Punkt, Karten aktualisieren, und wenn ich eine neue Karte, ein neues Gebiet mir raussuche auf dem Bildschirm, wird dieses Gebiet, sobald, wenn ich online bin, auch gleich aktualisiert mit den frischesten Daten sozusagen. Die Plotterkarte an sich, die SD-Karte, Micro-SD oder einige fahren noch mit einem CF rum, lässt sich mit Hilfe der Boating-App aktualisieren und in Verbindung mit Plotter-Sync. Dazu brauche ich natürlich einen passenden Kartenplotter, um meine Boating-App mit dem Kartenplotter zu verbinden. Und online via den Chart-Installer kann ich physisch meine Karte aktualisieren. Dazu muss ich sie natürlich physisch haben. Oder ich gehe zum Händler, kaufe mir eine Update-Karte oder frage ihn gleich, die Karte zu aktivieren. Es gibt Update-Karten zu kaufen mit dem Seegebiet, das ich gerne befahren möchte. Muss ich sie bei mir zu Hause wieder mit dem Chart-Installer einmal aktivieren oder mit dem Laptop an Bord. Ja, kann dann mit dieser gekauften Karte dann auch gleich wieder loslegen und wieder alles aktuell befahren. So. Ich muss ganz kurz ein Programm starten. Dann kann ich zeigen, wie ich meine App aktualisiere. Technisches Problem. Müsste jetzt ein funktioniert jetzt. So. Auf meinem Smartphone habe ich die Navionics App aus dem App Store oder aus dem Google Pay Shop runtergeladen. Klick sie an und habe meine Karte hier zu sehen. Klicke auf Menü und unter Karten und Upgrades kann ich ein Seegebiet kaufen oder aktualisieren. Kommt hier im Grunde aufs Gleiche hinaus. Aber ich kann mir eine neue Karte kaufen, suche mir ein Gebiet raus, das ich haben möchte und verwende es dann, wenn ich es gekauft habe. So, nun kann ich aber auch diese Karte, das war ein bisschen schnell wieder zurück, kann ich die natürlich täglich aktualisieren. Gehe hierzu auf Menü und klicke auf Karten aktualisieren. Jetzt wird nach Updates gesucht und um meine Karte zu aktualisieren, kann ich jetzt hier auf Update draufklicken und die neuesten Daten befinden sich danach dann auf meinem Handy. Um jetzt die Kartenplotter-Karte zu aktualisieren, über den Kartenplotter mit Plotter Sync lade ich das Gebiet runter, das ich gerne nutzen möchte, über Karte herunterladen. Suche das Gebiet dann hier raus, das ich gerne, macht jetzt nicht so viel Sinn, suche hier ein Seegebiet raus, das ich gerne aktualisieren möchte, lade das jetzt quasi auf mein Telefon oder auf mein Tablet runter und habe es dann zur Verfügung, um es auf den Kartenplotter zu übertragen, mit Hilfe von Plotter Sync, wenn ich mich mit dem Kartenplotter verbinde. Und sobald ich mich verbinde, synchronisiert
das mobile Gerät sich mit dem Kartenplotter direkt, wenn da die aktive Karte drauf ist, und habe sofort die aktualisierte Karte dann auch da zur Verfügung. Man kann, während dieser Prozess läuft, sehen, dass sich das Bild einmal neu aufbaut am Kartenplotter, und so wird das Ganze dann aktualisiert. So, das war die App. Und dann haben wir natürlich noch die Karte im Plotter, die SD-Karte auf unserer Navionics-Seite, navionics.com. Springt hier immer auf die finnische Seite, finde ich unseren Chart-Installer. Den muss ich runterladen, mache ich hier auf Download. Kann ich sowohl auf Windows, PC als auch auf Mac machen. Und wenn ich das auf mein Gerät gespeichert habe und ich stecke meine Karte in den Kartenplotter, ich beende mal hier kurz, das stört nämlich. So, Chart Installer ist auf meinem PC gespeichert. Ich stecke jetzt physisch, das könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, aber tatsächlich habe ich eine 45XG, eine Skagerrak-Kattegat-Karte, steckt die jetzt in meinen PC. Vielleicht konntet ihr das quittieren kurz sehen. Jetzt seht ihr mein Laufwerk, hat eine Navionics-Karte gefunden. Und der Chart Installer wird jetzt automatisch geöffnet. Da ist er. Arbeitet jetzt ein kleines Momentchen. So. Der Chart Installer erkennt die Karte, die ich im PC habe. Sieht hier die 45XG, das Gebiet Skagerrak und Kattegat, steht hier oben auch nochmal. Meine Karte ist aktiv, noch ein knappes Jahr. Ansonsten würde ich jetzt hier die Info bekommen, Karte nicht aktiv, möchten Sie ein Update kaufen? Kann ich dann hier direkt gleich machen, über PayPal oder Kreditkarte bezahlen, und ich habe ein aktives Update gekauft und kann dann, so wie hier jetzt zu sehen, auswählen, welche Daten ich runterladen möchte. Entweder nur die Seekartendaten, sprich Veränderungen mit Betonung, was halt für die Navigation wichtig ist. Die Daten kann ich hier runterladen. Sonarcharts, Tiefenkonturen, detaillierte Tiefenlinien kann ich hier zusätzlich runterladen, oder neue Community Edits, Point of Interests etc., die hier zur Verfügung stehen, kann ich runterladen. Jetzt steht hier mehr als 60 Minuten. Wenn ich jetzt gleich anfange runterzuladen, dann wird sich das verkleinern. Kommt natürlich immer darauf an, was für eine Internetverbindung man hat. Aber bei einer durchschnittlichen Internetverbindung bin ich innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten spätestens durch mit einer kompletten Aktualisierung meiner Daten. Ich möchte hier nichts löschen. Ja, gibt es Fragen zu der Präsentation? Ich habe vergessen, dass Marcel noch eine Kurzumfrage reinschieben soll. Das kann Marcel vielleicht jetzt einmal noch mal kurz tun. Noch mal kurz eine Statistik. Und ansonsten ist die Fragerunde eröffnet. Ich kann sehen, da sind schon reichlich Fragen gestellt. Marcel antwortet auch. Und ja, wenn jetzt noch Fragen sind, bitte einfach drauf losfragen. Es wird jetzt noch ein Mai-Webinar geben am nächsten Freitag. Und da
werde ich das Thema Sonar Charts besprechen. Was ist Sonar Charts? Wofür kann ich die verwenden? Wie sind sie aufgebaut? Woher bekomme ich sie? Etc. Das wird es am nächsten Freitag geben. Und ansonsten wird auch in den nächsten Tagen eine neue Mail rausgesetzt. Wir werden weitermachen mit den Webinars nächsten Monat. Kommen weitere kommen weitere Themen. Wir werden es wöchentlich weitermachen. In nächster Zeit und dann nachher im Winter wahrscheinlich auch nochmal. Wunderbar. Gibt es noch Fragen? Hier kannst du noch mal zeigen, wie du einen Ausschnitt auf dem Handy. Springt das hier rum? Kannst du noch mal zeigen, wie du einen Ausschnitt auf dem Handy definierst zum Updaten? Ja, kann ich machen. War vielleicht verwirrend. Ich weiß jetzt, vielleicht habe ich ein anderes Gebiet auf meinem Handy gehabt. Ich schaue mal, dass ich mich hier noch einmal wieder verbinde. Gehe in meine Navionics-App. Ich habe hier tatsächlich das Kattegat auf Skagerrak, das Seegebiet, und möchte jetzt zum Beispiel hier mal den Limfjord, die Limfjord hier einmal aktualisieren. Menü. Dann Karte herunterladen und dann wähle ich das Gebiet aus, das ich gerne aktualisieren bzw. runterladen möchte. Sage Download. Sehe, dass er arbeitet. Und habe hier jetzt die Limfjord-Karte aktuell zur Verfügung. Kann mir jetzt noch verschiedene Konturen anzeigen lassen, Tiefendaten. Es kann immer nur hier einmal die Frage: Beim Plotter Sync wird also nur der Kartenausschnitt, den man auf dem Tablet heruntergeladen und aktualisiert hat, auf die Karte im Plotter übertragen. Ja, das ist richtig, weil wir brauchen natürlich irgendwo die Daten her. Das Handy bzw. das Tablet bekommt seine Daten ja online. Also da kann ich es online verwenden und aktuell die Daten verwenden. Aber ich muss sie ja einmal speichern, damit ich es offline dann mein Tablet offline mit dem Kartenplotter verbinden kann. Und dann wird halt nur der Teil, den ich aktuell auf dem Tablet habe, auf den Plotter rübergeschoben.
hier ist jetzt Kritik etc. nehmen wir natürlich auch sehr gerne an und werden das auch ans Produktmanagement weiterleiten. Jetzt hier einmal die Bemerkung, es steht nirgends der Hinweis, dass eine neue erworbene Karte automatisch mit dem Einlegen in den Chart-Installer registriert ist und das Abonnement startet. Das ist nicht ganz fair, dass ohne Nachfrage das Abo und die Laufzeit beginnt. Ich weiß nicht, ob das auf der Verpackung mit draufsteht, aber ja, es kann noch so ein kleines Hinweisfeld aufpoppen, dass man damit okay bestätigt, dass man dann jetzt auch tatsächlich seine Abozeit starten möchte. Das ist richtig. Nehmen wir gerne auf und senden das auch weiter. Das ist interessant, bekommen wir häufiger die Frage. Ich habe einen Raymarine A95 Plotter. Warum kann hier bei bestehender Internetverbindung des Plotters zum Internet das Update nicht direkt online über den Plotter heruntergeladen werden? Das liegt daran, wir machen es ja über den Chart Installer und hier werden entsprechende Softwaregeschichten an der Karte vorgenommen, was wir über dieses Software-Tool machen. Das ist nicht in den Plottern mit implementiert, wird mit den meisten Geräten noch nicht funktioniert, wird sicherlich irgendwann kommen. Ich weiß, der eine oder andere Hersteller arbeitet dran, dass es sozusagen einen Chart-Installer auf dem Plotter geben wird. Die Plotter heutzutage haben zwar sehr starke Prozessoren, aber sind auf andere Sachen fokussiert und sind leider noch nicht fürs Karten-Download und so weiter präpariert. So ein bisschen mal die Gardine gelüftet, wird sicherlich demnächst mal kommen. Ist es günstiger, die Karte jeweils über die Boating-App zu aktualisieren, als über die Plotterkarte? Nein, also ich kann meine Plotterkarte, das Update kann ich auch über die Boating-App kaufen, kostet das gleiche, als wenn ich es über einen Chart-Installer mache oder über die Boating-App. Hier und da gibt es vielleicht mal den einen oder anderen Euro als Nachlass, wenn man es beim Händler vor Ort macht. Hier eine Frage. Ich habe eine Ostseekarte mit dem Boot und dem Kartenplotter gekauft. Anschließend eine Karte für Westeuropa. Er springt hier, deswegen stotter ich hier so ein bisschen. Anschließend Westeuropa. Die Ostseekarte ist also nicht mit meiner Kundennummer registriert. Kann ich die Karte trotzdem aktualisieren? Kann ich dafür ein Update-Abo kaufen. Ja, also die Karte einfach nehmen und auch in den Chart-Installer reinstecken. Ich kann mich mit meinem Namen, mit meinen Login-Daten, E-Mail-Adresse, Passwort anmelden und diese Karte dann registrieren und dann ist sie auf deinem Account hinterlegt. Fenster beim Update-Versuch. Die Datenmenge übersteigt die Kapazität. Das kann nicht sein. Die CF-Karte 45XG nutze ich seit Jahren auf meinen Raymarine Plotter A70. Das ist vielleicht nochmal ein kleines gutes Thema.
Wie bei allen elektronischen Geräten, wie wir es bei Fernseher gesehen haben, von Schwarz-Weiß über Röhrenfernseher hin zu HD und LD und keine Ahnung, was wir alles da haben, verändern sich die Kartenplotter natürlich auch und verarbeiten irgendwann auch nur eine bestimmte Datenmenge. Einige Kartenplotter, gerade ältere Kartenplotter, nehmen heute die neuen Karten nicht mehr von den Datengrößen. Also da verändert sich immer wieder was. Wir haben bei uns auf der Webseite eine Liste, die zeigt, welche Geräte noch unterstützt werden und welche langsam auslaufen. Auch die SD-Karten oder die CF-Karten, die verändern sich und die neueren Karten werden zum Teil von alten Kartenplottern nicht mehr gelesen, weil die die Datenmenge nicht mehr verarbeiten können, die heute bei den Modulen zur Verfügung stehen. Nun ist es auch so, dass unsere Datenbank sich natürlich ändert und auch da die Daten größer werden. Und so kann es denn schon sein, dass die CF-Karte zu voll wird und die Datenmenge nicht aufnehmen kann, die jetzt runtergeladen werden soll. Nun kann man das Gebiet eingrenzen, das man gerne runterladen möchte oder das man befahren möchte und muss nicht die gesamte Karte auf die CF-Karte zum Beispiel raufladen. Das heißt, ich nehme ein Kartenstück und aktualisiere dieses Kartenstück auf meine CF-Karte. Dementsprechend kann ich dann ja, das Gebiet eingrenzen und die Größe eingrenzen. Man muss mal schauen, welche Größe die CF-Karte denn jetzt hat. Alte Geräte hatten noch eine 512 Megabyte. Da waren dann welche mit 1 Gigabyte, 2 Gigabyte. Man kann diese Karte physisch einmal austauschen, mit einem neuen Update kaufen. Und dann habe ich eine größere Karte zur Verfügung. Bitte aufpassen, ob das Gerät diese Karte denn auch lesen kann. Dann ist wieder mehr Platz auf dem Speichermedium und ich kann auch ein größeres Gebiet auf diese Karte runterladen. Kann ich meine Karte von der App auch auf den Plotter eines Charterschiffes synchronisieren? Nein, es geht nur eine Aktualisierung, wenn eine physische Karte im Plotter vorhanden ist mit dem gleichen Gebiet. Dann geht es. Aber ich kann meine Karte, die ich auf der App habe, kann ich nicht auf dem Plotter spiegeln. Hier kommt einmal die Frage, ob es ein Kombiangebot gibt für Update-Plotter und für Kartenplotter. Nee, ist im Moment nicht im Programm. Ob es kommt, weiß ich nicht. Wir hören die Frage oft. Ich finde das als Vertriebler auch sehr interessant und gut. Ist im Moment aber nicht der Fall. Also zwei separate Paar Schuhe. Werden bei den Updates auf eine SD-Karte die alten Karten alle überschrieben? Ja, wenn ich ein, also jetzt dürfen wir, Entschuldigung, die Frage, wenn ich ein Seegebiet habe und dieses aktualisiere, wird die alte Karte quasi gelöscht und neu runtergeladen mit den neuesten Daten. Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit, dass ich eine Karte habe, aber ein anderes Seegebiet in der nächsten Saison befahren möchte. Zum Beispiel, mein Boot liegt momentan im Mittelmeer und überlege jetzt, nächste Saison die Ostsee zu bereisen. Das heißt, ich habe momentan das Mittelmeer als Gebiet. Dann kann ich mir eine fertige Update-Karte kaufen mit dem Seegebiet Ostsee. Skagerrak, Kattegat oder Baltic Sea, östliche Ostsee.
dann kann ich meine alte Karte mit zur neuen Akt oder die neue mit meiner alten Karte aktivieren und habe somit ein neues Gebiet. Aber ich kann jetzt nicht auf meiner Karte mit dem Mittelmeer die neue Karte runterladen. Das geht nicht. Dann muss ich eine zweite physische Karte haben und kann da ein neues Gebiet runterladen beim Update. Das geht. Dann habe ich quasi das alte Gebiet auf meiner alten Karte, kann diese aber dann nicht mehr aktualisieren, aber habe dann eine neue Karte mit dem neuen aktualisierten Seegebiet, das ich dann weiterhin aktualisieren kann und theoretisch auch wieder auf ein neues Gebiet hin aktualisieren kann, wenn ich das gerne möchte. Freut mich, dass wir hier Fragen beantworten können, die unklar waren. Das heißt, ich brauche für jedes Gebiet eine eigene Karte. Genau, physisch zwei Gebiete auf eine Karte legen geht nicht. Das können die Kartenplotter nicht verarbeiten. Der Preis ist aber immer der gleiche, ob ich jetzt eine zweite Update kaufe mit einem anderen Gebiet und aktualisiere zum anderen Gebiet dann hin, oder ob ich es online mache auf der gleichen Karte. So kann ich aber die Gebiete immer wieder hin und her tauschen, wenn ich eine andere SD-Karte, eine sogenannte preloaded oder vorgeladene Karte mir kaufe, Update-Karte. Der Chart-Installer auf meinem Mac meldet beim Kartenlesen ständig die Fehlermeldung Verbindung verloren. Erneut versuchen. Beim Mac, wenn die neueste Softwareversion runtergeladen ist, gibt es auf der Webseite unter dem Menüpunkt Chart-Installer ein Tipp, denn es muss eine kleine Einstellung vorgenommen werden unter den Sicherheitseinstellungen, damit der Chart-Installer da richtig laufen darf. Da bitte einmal auf die Webseite schauen und da wird dann angezeigt, ich kann vielleicht hier mal ganz kurz den Link zeigen, wie das jetzt hier noch so funktioniert. Und dann soll es funktionieren. Navionics.com. Aktualisieren und erneuern meine Karte. Wenn ich hier auf
er direkt den Schadenstoller auf. Das wollte ich jetzt nicht. Bitte gern eine Mail schicken. Ich suche den Link raus. Ansonsten ein bisschen rumsurfen bei uns auf der Seite. Da findet man der Marcel hat hier vielleicht schon geantwortet. Es gibt Möglichkeiten, das vorher einzustellen. Sehr gut. Ich habe vorhin wohl nicht richtig zugehört. Meine Plotterkarte ist von 2018. Ich habe sie nie aktualisiert, da ich nicht wusste, wie das geht. Auf der App habe ich das gleiche Seegebiet. Kann ich die Plotterkarte mit der App aktualisieren? Oder wie kann ich sonst die Plotterkarte über die App aktualisieren? Es kommt jetzt auf den Kartenplotter drauf an, den man hat. Die meisten modernen Kartenplotter haben ja ein eingebautes Wi-Fi-Modul. Und wenn ich dann mein mobiles Gerät, wo ich die App drauf habe, mit dem Kartenplotter verbinde, dann kann ich die Funktion Plotter Sync verwenden aus der App heraus und kann somit meine Karte aktualisieren, wenn ich vorher meine App aktualisiert habe und das Gebiet, das ich aktualisieren möchte, auf das mobile Gerät geladen habe. Das geht. Sind die Karten für die App identisch mit Karten für den Plotter pro Gebiet, das man befahren will? Ich will sicherstellen, dass ich das, was ich zu Hause auf der App in der Vorbereitung sehe, auch später so auf meinen Plotter im Cockpit sehen kann. Die Seegebiete sind grundsätzlich identisch. Es können hier und da ein paar Meter fehlen an den Rändern, aber grundsätzlich sind die identisch. Es gibt ein Gebiet, wo noch ein Unterschied ist, wird aber auch hier verändert und das ist um Gran Canaria herum. Da ist auf der einen Karte, auf der Mittelmeerkarte, ist das Gebiet drauf auf der App und auf der physischen Karte für den Plotter nicht oder umgekehrt. Aber es ist hier nur ein kleines Gebiet. Grundsätzlich sind alle Karten identisch. Bei der App habe ich halt alle Funktionen zur Verfügung zum Sehen, sprich auch 3D-Bilder und Foto-Overlay etc. Das habe ich dann nicht bei den Plotterkarten. Da kommt es auf die Plotterkarte drauf an. Habe ich die Platinum-Karte, habe ich auch da identisch 1 zu 1 die gleichen Karten wie auf der App. Habe ich die Navionics Plus-Karte, fehlen mir halt Satellitenfotos etc. Aber das Gebiet an sich ist identisch. So, gibt es noch Fragen? Haben wir alles gut beantwortet? Ja, wenn keine weiteren Fragen da sind, dann werden auch wir uns langsam ins lange Wochenende begeben. Und freue mich, wenn ihr wieder wenn ihr wieder reinschaut bei den nächsten Webinars. Wie gesagt, wir werden spätestens übernächste Woche eine neue Runde verschicken mit 4 Webinars für den Juni-Monat. Und ansonsten bis dahin immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.
und stay safe. Schöne Zeit auf dem Wasser. Tschüss.